Was wird infolge dieses Schock in Awe passieren? Was kommt hier auf uns zu? Ich glaube, das kann niemand abschließend sagen. Ich kann nur sagen, je länger es dauert, umso katastrophaler wird es. Kommen die Regierungen irgendwann, was werden sie irgendwann, an den Punkt, dass sie sagen, können wir nicht weiterführen, wollen wir nicht weiterführen, wir heben das auf, kommen wir wieder in den Aufwärtsschwung. Dann werden wir wieder uns nach oben bewegen, werden wir viele Dinge wieder neu aufbauen. Solange diese Maßnahmen sich noch verschärfen oder aufrechterhalten werden, fahren wir dieses Kraftwerk runter mit katastrophalen Folgen. Zusammenbrüche von Unternehmen, Zusammenbrüche von Privathaushalten, Leute, die ihre Finanzen nicht mehr bezahlen können, Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit. Jetzt haben wir in Deutschland noch die Situation, dass wir mit Kurzarbeit und vielen Dingen viel abfangen können. Das ist in anderen Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland nicht der Fall. Die laufen in die volle Katastrophe rein. Das natürlich gibt eine Kettenreaktion untereinander, nicht nur eine Kettenreaktion, es ist eine chemische Reaktion, die an allen Stellen gleichzeitig stattfindet. Und ich glaube, niemand kann dieser Zeit sagen, was diese chemischen Reaktionen, die momentan weltweit stattfinden, was am Ende dabei rauskommt. Wir können nur eins sagen, es ist hochexplosiv. Die Konsequenzen, für was wir direkt für uns sagen können, es wird massive Einbrüche in der Wirtschaft geben, Größenordnung unklar. Es wird einen massiven Meltdown im Finanzsystem geben. Es wird hinterher etliche Banken nicht mehr geben. Wann und welche, kann Ihnen niemand sagen. Hier ist alles in Frage gestellt. Es sind alle Dinge momentan in Frage gestellt. Die Maßnahmen, die jetzt international getroffen wurden, sind dazu geeignet, hier sehr, sehr großen Schaden anzurichten. Darüber muss man sich im Klaren sein. 100% Sicherheit wird Ihnen niemand für irgendwas dieser Tage geben können. Dinge, die die letzten Jahrzehnte funktioniert haben und sicher waren, sind es jetzt nicht mehr. Wir werden massive Abverkäufe sämtlicher Assetklassen sehen, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien, alles wird unter Druck kommen. Unternehmen werden zu Spottpreisen angeboten, Unternehmen werden pleite gehen, Unternehmen werden ihre Waren zu Dumpingpreisen raushauen, um irgendwo noch Geld reinzubekommen. Die Läden werden leer sein, die Notenbanken können nichts tun, die Leute gehen nicht einkaufen, nicht ins Kino, egal wie niedrig die Zinsen sind. Und die Regierungen haben nur beschränkte Möglichkeiten, hier unterstützend zu wirken, können diese Katastrophe allerdings nicht abwenden. Was heißt das für uns? Das bedeutet, dass Unternehmen ausfallen, das bedeutet, dass Lieferketten massiv ausfallen. Das bedeutet, dass Waren, viele Waren in den nächsten Monaten nicht mehr zur Verfügung stehen werden in der Form, wie wir uns das heute vorstellen. Was und in welcher Form, das werden wir abwarten. Das wird Dinge des alltäglichen Bedarfs angehen, das wird besondere Produkte angehen. Sie sehen, Masken gibt es jetzt schon nicht mehr, Desinfektionsmittel gehen aus. Jetzt heißt es noch Lebensmittel und Toilettenpapier, ist alles genug da? Ist das in einem halben Jahr auch noch der Fall? Die Diskussion werden wir führen müssen. Wir müssen uns darauf einstellen. Das heißt, wir brauchen gewisse Ressourcen einfach vorrätig, brauchen einen Zugriff und werden uns darauf einstellen müssen, dass viele Ressourcen einfach nicht mehr für eine Zeit lang da sein werden. Die Welt geht nicht unter und das ist ganz klar. Das ist ein wichtiger Aspekt. Denn dieser Virus, nach allem, was wir jetzt einschätzen, hat der eine größere Gefahr als die Grippe. Aber nochmal, er ist nicht der Herrgott sei bei uns, der die Menschheit ausrottet. Deshalb gesundheitlich wird die Situation momentan am äußersten Ende geführt, gefahren, als wäre hier die Pest unterwegs und würde die Menschheit ausrotten. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist dieser Virus nicht. Also die Abwägung zwischen dem, was wir gerade gesellschaftlich tun, wirtschaftlich tun, zu dem, was gesundheitlich tatsächlich passiert, ist momentan eine sehr, sehr überstarke Maßnahme.